Moin Leute, Trimax hier. Willkommen zur nächsten Folge Clash of Clans vom Free-to-Play plus Pass-Account. Ich freue mich jetzt so sehr auf dieses Update. Pay-to-Win haben wir schon ultra reingepayt. Volles Rohr, 2600 Euro in der Stunde reingeknüppelt. Das Ganze gilt es jetzt aber auch Free-to-Play zu erreichen. Viele sagen, oh, jetzt kommt schon, eigentlich kommt ja alle anderthalb Jahre ein Update, ein Rathaus-Update. Jetzt kam eins nach einem Jahr. Jetzt sagen alle, oh, ich fahre noch nicht Rathaus 15, jetzt kommt schon das nächste, ich komme gar nicht hinterher. Das Update ist nicht so krass umfangreich, es ist nicht so teuer. Ihr könnt keine Kanonen verbessern, ihr könnt keine Bogenschützentürme verbessern, keine Zauberverteidigung, ihr könnt keine Bauhütten verbessern, kein Monolith verbessern. Es ist gar nicht so krass viel. Was aber unglaublich geil dazu kommt, ist die Schmiede. Ich habe extra 5 Arbeiter ready und ist ja Free-to-Play plus Pass. Ich habe hier keine Gems aufladen. Wir holen uns nur den Pass. Wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr das gerne euch auch den Pass holen, wenn ihr viel spielt. Weil dann könnt ihr hier unterstützen. Kostet euch gar nichts und ist sehr geiler Support. Fettes Danke geht raus an jeden Einzelnen, der da regelmäßig dran denkt, bevor ihr euch den Pass holt. So, wir ziehen erstmal zweimal den Ressourcentrank. Automatisch, for free. Schmiede habe ich heute Mittag schon angefangen extra. Ultra smart. Hat dafür einen Bauarbeitertrank gezündet. Und wir wollen gleich. Erstmal müssen wir uns Gems zusammensammeln, dass wir uns wieder was ziehen können. Das brauchen wir nicht. Ressourcentrank brauchen wir nicht. 10 Gems, 10 Gems, 10. Hier ist jeder Gem heilig. Alle Uhrentränke werden verkauft, selbstverständlich. Und dann gehen wir gleich ein Rathaus hoch. Plus 5 Tränke auch verkaufen. So. Machttrank verkaufen, 10 Gems, 10 Gems, 10 Gems. Wir haben vorhin so dumm reingepayt auf dem Patreon-Account. 50 Gems, Rune des Bauarbeiter-Goldes, 50 Gems, Rune des Bauarbeiter-Elixieres. Ist eh immer komplett voll. Mauernring verkaufen, 5 Gems, 5 Gems. Das ist so ein krasses Gegenteil vom Pay-to-Win-Account. Ich fasse es nicht. Eigentlich müssen wir auch die Runen des Goldes und des Elixieres verkaufen. Hier nochmal einsammeln. Der hat mich ja komplett voll. Einmal Gold fertigen. Ja, wollen wir? Wie lange wird das dauern? 11 Tage nur. Ich zieh dafür einen Hammer. Hat Debo auch schon. Achso, ich hab noch Herausforderung. Spende Verstärkungstruppen im Wert von 5000 Klamburg-Kapazität. Habe ich noch nie gemacht. War aber auch die Season Pass-Herausforderung. Das war ein krasses Achievement. Gewinne 5000 Mehrspielerkämpfe. Das ist krass. Also, das Update kommt mir wie gerufen. Die essentielle Defense war ja alles schon maxed. Jetzt kam sogar schon die erste Luftabwehr. Die Max war, was auch krass ist. Eine Sache ist ärgerlich. Ich habe ultra Bock, dieses Merch, dass man Gebäude zusammentut von den Bogenschützentürmen und von der Kanone. Dafür müssen beide Bogenschützentürme maxed sein. Aber sind wir weit entfernt. Bogenschützenturm 15 und 16. Ich habe hier eine auf Level 17, aber das ist leider der verstellbare Bogenschützenturm. Wir haben auf jeden Fall die Schmiede freigeschaltet. Und das wird richtig geil. Die Schmiede ändert nochmal komplett. Jeder Held hat verschiedene Fähigkeiten, die du dir selber zusammenwählen kannst. Und das Abzugraden kostet keine Zeit. Du brauchst nur die Erze. Glanzerz, Glimmerz und Sternerz. Und die bekommst du nur durch Clankriege. Das heißt, ich werde jetzt jeden Clankrieg mitspielen müssen. Jeden Clankrieg. Und ich muss eigentlich, man kriegt es halt auch aus den Sternebonus. Das heißt, ich muss hochpushen. Ich muss mit dem Free-to-Play-Account langfristig Legende pushen. Möchte aber vorher meine Mauern alle maxen. Wir setzen den Hammer ein, ne? Müssen wir. 150 Mauern. Die max ich, dann pushe ich hoch. 16 Millionen Gold. Das machen wir, wir setzen den Hammer ein. Schalte Folge 2. Guck mal, da kommen nur 2 neue Sachen dazu. Okay, 16 Millionen. Zack. Und wir setzen den Hammer ein. Wir haben zwar nur einen Hammer, aber ich will nicht so lange warten. Ich kann nicht. 11 Tage upgraden ist nicht so krass, den Hammer dafür zu nutzen. Leider kann man sich auch keinen Hammer des Bounds hier kaufen. Oh ja, wir können noch ein paar Gems dazu holen. Zack, zack, zack. Ich habe ultra doll zu viele. Die hier auch alle weg. Mauernringe. Da kommt wieder Gems dazu. Man kann einfach Überfallmedaillen. Sternglas verkaufen, Sternglas verkaufen, Sternglas verkaufen. Kugenglas verkaufen, 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 verkaufen. Wieder immer wieder 10 Gems, 10 Gems, Mauernringe. Wow, das ist viel. Digga, ich liebe diese Free-to-Play-Plus-Pass-Challenge, ne? Es geht darum, alles Mögliche zu optimieren. Alle Items, die du hast. Oh, wie viele Gems gibt das? 118. Ich könnte mir jetzt theoretisch einen zweiten Hammer des Bounds kaufen. Ist dieser Kobold-Arbeiter... Ach, der ist eh weg. Okay, dann ist jetzt das Smarteste, was ich machen kann mit Juwelen eigentlich. Buch des Kampfes wechselt sich immer wieder ab mit Buch des Bounds. Dann hätte ich noch eins. Das ist nicht schlecht. Egal, wir machen's. Wir müssen es machen, ja? Wir müssen es machen. Damit ich die Mauern grinden kann. Bro, ich freue mich da so... Ihr begreift es nicht. Ihr begreift es nicht, wie sehr ich mich freuen kann, wieder die Mauern zu farmen. Rein da, zack. Hammer. Bumm. Rathaus.
Level 16. Mit einem Account, der etwas über ein Jahr alt ist. Geil. Aber er ist noch lange, lange nicht max. Der Arbeiter arbeitet noch gerade. Ja, ich habe ihn hier eingesetzt. Ultra krass. Von Luftabwehr von 13 auf 12. Von 12 auf 13. Das ist das Krasseste, was ihr machen könnt. Das hat mich irgendwie 500 Gems gekostet und er war 16 Tage oder so beschäftigt. Das habe ich gemacht, bevor der wieder verschwunden ist, weil der ist ja jetzt weg, ne? Das müssen wir upgraden. 100%ig, ohne Reden. 12 Tage. Ja, ich kann die Wurzelkriegerin vergessen, die zu spielen. Ich habe noch keinen Elektro-Titan, da habe ich noch gar nichts. Sebo hat sich dazu entschieden, ultra doll seine Elixiertruppen zu pushen. Hat dafür aber gefühlt noch gar nichts bei den dunklen Elixiertruppen. Ich muss irgendwas upgraden. Soll ich die Elektro-Drachen nehmen? Zack. Ich habe ein Buch des Kampfes. Auf dem Account möchte ich Drachen spielen und meinen Full-Fokus setzen in der Schmiede auf den Warden. Ich will meinen kompletten Fokus auf den Warden setzen. Erster Eindruck kann ich noch machen, ob sich da was ändert. Mit ewiger Wälzer und Buch der Besserung. Wann kriege ich das? Schmiede auf Level 6 benötigt. Boah, das dauert ja auch ewig. Okay, wir müssen auf jeden Fall das Labor upgraden. So. Dann müssen wir die Schmiede upgraden. Die kostet ja nicht viel. Ein Tag erstmal. Okay, geil. Dann müssen wir Begleiterhaus upgraden wegen Spirit Fox. Der ist das stärkste Tier überhaupt. Schaltet frei, Spirit. Das Ding ist so krass. Was dauert denn noch länger? Was ist denn so? Was ist so voll krank? X-Boom muss der sein, ne? Auch 12 Tage? Haben die Zeiten runtergesetzt? Luftabwehr, 12 Tage. 12 Tage ist das längste? Die haben die Zeiten runtergesetzt. Es gibt nichts mehr über 16 Tage. Also mit Pass dann 12 Tage. Das Maximum ist 16 Tage ohne Pass. Ja, und die Helden wurden auch billiger, habe ich auch schon gesehen. Meine Bogenschützenkönigin. Die graden wir als erstes ab, ne? Auf Level 91. Müssen wir. 240.000, die wurden echt billig. Richtig billig. 240.000. Okay, ich setze eins ein. Warum nicht? Jetzt beenden. Boom. Die hat eh nochmal einen Boost. 248.000. Werde ich heute auf jeden Fall noch farmen. Ein Arbeiter muss frei bleiben für die Queen. Was als nächstes? Ich verkaufe meine Runen des Elixiers und Runen des Goldes. Ich habe noch eine Rune des dunklen Elixiers, aber ich müsste jetzt irgendwie 100.000 Dunkles loswerden. Welches Level ist die Kanone sein? 21. Digga, die ist L12. 21. Digga, ja, keine Ahnung. Dann sehen wir uns im April wieder. Leute, haut rein. 4,5 Monate. Dann merge ich die Kanonen zusammen. Bis zur nächsten Folge. Digga, von 12 auf 21. Ich verkaufe die direkt, damit ich gar nicht erst in Versuchung komme. Ihr macht es auf gar keinen Fall nach. Das ist dumm. Das macht nur Sinn, wenn man so viel grindet wie ich. Runde des Goldes verkaufen. 50 Gems ist zu wertvoll. Sorry. Die ist zu wertvoll. Ich glaube, man kauft sie für 500 und verkauft sie für 50. Guck mal, hier schreibt jemand, nein, Hilfe, nein, oh Gott, wie kann man so lost sein? Leute, 20 Millionen. 20 Millionen Gold kann ich farmen. 20 Millionen Gold kann ich problemlos farmen. Wo komme ich nicht ran? An Gems. Es ist unmöglich, Free-to-Play an Gems ranzukommen. Das ist jetzt gerade der Trade. Ich verkaufe 20 Millionen Gold für 50 Gems. Und das würde ich immer und sofort machen. Ich zeige euch jetzt auch mal einen geilen Trick. Das wisst ihr viele nicht mit Free-to-Play plus Pass. Wenn euer Lager voll ist mit Elixier oder Gold und ihr drückt auf Abholen und das Lager ist voll, verwandelt ihr jetzt automatisch 1 Million Elixier in 5 Gems. Boom. Und Gems sind, wie wir wissen, heilig. Das verstehen nur Grinder. Ja, ja. Natürlich schmerzt es. Es tut übertrieben weh. Man kriegt davon eine im Monat und dann verkauft man sie. Verkaufen. Rune des Elixieres. Verkaufen. Zack. 1023 Gems. So. Ein Arbeiter auf die Queen. Ein Arbeiter für Mauern und kurze Aufträge. Was ist so das Kürzeste? Wie lange braucht der? 9 Stunden. Ja, sowas über die Nacht und dann kann ich tagsüber wieder Mauern farmen. Dann habe ich noch einen übrig. Das Smarteste wäre die königliche Gladiatorin. Aber ich kriege jetzt ja unmöglich 250, 500.000, minus 100.000, 400.000 heute Abend noch zusammengefarmt. Niemals. Ich könnte hier Forschungstränke raufknüppeln, dann ist das, der ist der Elektrodrache instant fertig. Soll ich das machen? Wir laufen sonst ja eh über. Wie viel braucht der? 7 Tage? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dann brauchen wir morgen nur noch einen Tag. Geil. Gladiatoren könnte ich mit Rune. Ich könnte mir auch, das ist aber nicht so smart, ich könnte mir hier das Buch der Helden kaufen. Na, machen wir nicht. Buch des Bounces ist geiler. Die beiden sollen sein hier. Die sollen auf Level 21 gehen. Das dauert ja 1 Milliarde Jahre. Ein Tag könnte ich auch. Die haben ja die Zeiten extrem verändert. Krass. Ich mache dann sogar beide. Zack. Jetzt habe ich noch 18 Millionen Elixier und dann gehen wir in die erste Mauer. 2 Mauern. 2 von 150. Ich finde auch das neue Mauerndesign so geil. Und auch wie das Rathaus und alles aussieht. Boah, ich will das so toll maxen, das Dorf Free-to-Play plus passt. Ihr glaubt es nicht. Haben wir hier noch viel drin? Oh ja, 7,2 Millionen. Das sind nochmal 2 Mauern in der Schatzkammer. Die ist schon ewig maxed. Zack. 4 von 150 Mauern maxed. Geil. What? Das ist Loot. Ja, ich kann wieder Gold farmen. Ich verspüre wieder Freude daran, eine Goldbiene auseinanderzunehmen. Das ist ja der Wahnsinn.
Gehen wir hier rein. Queen 95, Gladiatoren 45. Warden 70 ist frech. Warden 70 finde ich frech. Der wird ja jetzt so hoch gemacht, der neue Heldenboost, so hoch wie das Rathaus es zulässt. Solange du ein Rathaus hochgehst, habe ich jetzt 5 Tage. Das habe ich jetzt mit einem Gemboost kombiniert. Das ist ganz verrückt. Nice. Kobolde kriegen das Rathaus, aber die Helden sind so mächtig. Die gehen hier einfach durch. Warden zünden. Down, geil. Fertig und raus. Boah, es ist einfach ein Traum. Das ist ja schon wieder fast eine Mauer. Das ist es. Update vom Free-to-Play-Account. Spiele hatten wir schon. Geil. Rathaus 16. Wir haben genau einen Upgrade-Plan. Beide Kanonen zuerst hoch. Helden hoch. Schmiede. Full Fokus auf den Warden. Ich werde aber auch nochmal Itzu fragen, was am smartesten ist. Weil der Warden mit Drachen ist schon richtig, 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 richtig krass. Begleiterhaus. Warten wir, bis es oben ist. Wir haben gar nicht geupgradet. 12 Tage. Okay, da wollen wir dann den Buch des... Da wollten wir das Buch des Bounds nehmen. Aber wir haben einen Plan. Mauern maxen, dann hoch in die Trophäen, hoch mit der Kaserne. Dann irgendwann Legende pushen und jeden Clan-Krieg mitnehmen. Sebo schon am Hasseln. Der will bestimmt die Mauern vor mir fertig haben, ne? Ja, Sebostian, geil. Feier ich wieder voll im Grind ist. Da geht ja unsere Challenge bis zum 01.01.2024. Ist ja bald.